Servus Leute, heute mal wieder ein kleines Replay, was ich euch mitbringen wollte. Nichts Besonderes, es waren ein paar viele Kills, muss ich zugeben. Was aber ein bisschen zeigt, dieses Replay. Na, OBS spinnt noch ein bisschen, aber ich glaube, ich krieg's in den Griff hier. Wo zeigt, was den Progetto so ein bisschen ausmacht. Und hat eigentlich alles, dieses Replay, Spannung, Action, Kills, nur Damage nicht, aber egal. Ich war mit Roger und Bruce im Platoon. Ja, und hat einfach Spaß gemacht, wir waren ja auf Wadi gespawnt, alles Achter. Lasst euch überraschen. Wie gesagt, wenn wir uns mal das Setup angucken. Drei Arti. Die Eingeweihten von euch wissen, was das bedeutet. Wer aufgeht, stirbt. Drum muss man versuchen, ziemlich vorsichtig zu spielen. Sonst haben wir eigentlich nicht viel im Gegner-Team. Zwei Löwen sind relativ gut zu zirkeln, um rauszunehmen. Wenn er wegguckt, kannst du ihn gut penetrieren vom Turm her. Wir haben zwei Kanerven, das ist schon mal sehr gut. Jo, Roger war in seiner Su unterwegs und unser Bruce in seinem kleinen Spritzer T92. Ich mach mal die Minimap jetzt mal kleiner. Yo, yo, yo. Ich sag, der Progetto ist für mich jetzt nicht mein Lieblingspanzer, aber wie soll ich sagen, er ist so der beste Allrounder, finde ich. Okay, Panzerung ist jetzt nicht so dolle, aber er hat eine klasse Einzielzeit, er ist mobil, eine gute Genauigkeit und halt die Vorteile, Vorzüge von einem Autoloader, ne? Also wirklich ein gutes Teil. Falls es ein bisschen ruckeln sollte, ich bitte es zu entschuldigen. Ich bin dran an der Sache. Habe übrigens die Männergrippe ganz knapp überlebt. Jeder, der das letzte Video geguckt hat, hat sich bestimmt Sorgen um mich gemacht. Also, ich bin durchgekommen, es war kritisch, aber ich habe es geschafft. Mit viel Tee, Zwieback und vielen Krankenpflegerinnen. So, Bruce versucht natürlich wieder irgendwas aufzumachen. Er ist ja der Leid. Er spritzt halt da so rum. Aber man sieht es hier gerade, so wie die Leute spielen. Der Einzige, der in die Mitte gefahren ist, ist der Kanerven. Weil wenn du drei Arti hast, willst du in der Mitte nicht aufgehen. Du willst nicht aufgehen. Hier auch nicht, überall nicht. Ja, das macht das Spiel halt ein bisschen kaputt. Aber das Thema hatten wir schon oft. Da brauche ich nicht mehr viel sagen. Und da spritzt der Bruce. Und da habe ich gedacht, komm, spritz mal schneller. Guck mal, der hat ja Spaß. Da ist immer links und rechts gefahren. Aber wir haben auch viel Spaß im Zug. Und wo ist er? Na, 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 da ist er, der Kleine. Guck mal. Da habe ich zu ihm gesagt, mach endlich mal was Sinnvolles. Mach mal einen Spot. Wie gesagt, die Kanone ist okay vom Progetto. Er ist mobil. Die Vorzüge von einem Autoloader. Also ist ein klasse Allrounder. Tja, hier ist nicht viel gegangen. Bruce spritzt wieder über die Dünen. Was er am liebsten macht. Und spritzt. Da kommt er wieder. Der Kleine. Ah, zack. Da habe ich zu ihm gesagt noch, das macht dir Spaß, ne? Der T92 ist echt ein lustiges Ding. Egal, konzentrieren wir uns aufs Spiel. Ach komm, scheiß drauf, ist langweilig. Fahren wir mal ein bisschen vor. Noch einen Schluck Kaffee. Ah, der ist hervorragend. Aber der andere T92, auch so ein kleiner Spritzer. Ich mag die kleinen. Habt ihr schon mal eine neue Fahne gesehen? Ja, wow.
Okay, stelle ich glaube ich jedes Mal vor. Da haben wir dann einen Stritz. Ja gut, der war ein bisschen sehr optimistisch. Und da oben, seht ihr das? Also Roger hatte viel Spaß in dem Spiel, glaube ich. Ne? Da kamen dann die Löwen. Aber eben so schnell ist der Progetto jetzt auch nicht. Also brauchst nicht versuchen, die Flanken zu retten. Zu wechseln. Du kannst sie nicht mehr retten da oben. Du musst halt irgendwann Opfer bringen. Gell, Roger? Du weißt ja, wie ich weine. Ja, so ein Stritz ist nicht leicht. Ne? Aber eben, wenn dann Leute in ihren Tod fahren, musste. Jetzt hat's geklappt. Nicht versuchen, den Held zu spielen und darüber zu hechten. Wenn du drüben bist, sind sie meistens tot. Und du bist dann alleine und dann bist du der Nächste, der tot ist. Also. Und was macht unser Bruce? Bis jetzt eigentlich ein typisches Camper-Spiel mit 3 AT. Immer mal einen Blindshot setzen. Kleiner Tipp. Merkt euch ungefähr den Punkt. Wenn ihr jetzt nicht im nächsten Jahr vorbeikommt, dann in den nächsten paar Sekunden geht hin, fahrt hoch oder sonst wohin und schießt genau da blind nochmal rein. Meistens stehen die Heavys noch weiterhin da. Gut, ich sage, Bruce, streng dich jetzt mal an hier. Wir liegen 5-7 zurück. Das geht ja wohl gar nicht. Und dann hat er gesagt, okay, dann mache ich endlich mal was. Ja, da haben wir was aufgemacht, genau. Habe ich gesehen, der 92er kommt da drüben. Den müssen wir natürlich auch rausnehmen, den kleinen Spritzer. Und das ist ein schöner Spot von Bruce. Man muss ihn ja auch mal loben, gell? Man kann die Arti schön reinhalten, das meinte ich. Wenn du da unten aufgehst, so schnell kannst du gar nicht auf 10 zählen, bis du tot bist. So, die Seite war relativ gut abgegrast, glaube ich, ja. Und da eben, die waren tot da oben. Ich dachte, fahrst zurück. Hier kommen bestimmt jetzt gleich die Löwen. Oder der Löwe. Der nächste Spot von Brucey. Aber zu nichts zu gebrauchen, der. Zu nichts zu gebrauchen. Ne? Aber Scorpion geht auf. Und Scorpion ist gleich tot. Ja, ja. Darf ich vorstellen? Kanone vom Roghetto. Ich mache ja keine Werbung für World of Tanks, aber für 2 Panzer würde ich Werbung machen. Wenn sie zu kaufen gibt. Wenn ihr den Carnarvon nicht gegrindet habt, hole ich den Carnarvon Action X, oder das Ding heißt. Und den Brugetto. Okay, Patriot auch noch. Die 3. Wenn ihr dauernd blank seid, so wie ich, und pleite und Geld braucht, holt euch auch noch einen Patriot. Eure Geldsorgen sind vorbei. Gut, was hatten wir denn? Wir hatten jetzt 3 Kills. Bruce, der steht da vorne rum und macht seinen Job, aber jetzt könnte er sich langsam mal bewegen. Wir hatten noch einen Löwen, eine Brugetto und dann noch einen TD. Und immer noch die gegnerischen 3 Artis leben alle noch. Also, nicht spotten lassen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt hole ich mir die Arti oder einen zumindest. Aber da stand der T28, der jetzt unseren Kollegen rausnimmt. Frontal brauchst du es eigentlich gar nicht probieren bei dem Mistding. Gell, Martin? Du fährst sowas auch. T95, Mr. America. Das war ein guter Spot von Bruce. Wir wussten dann, okay. Ja, meistens ist es klar, dass sie da hinten stehen. Aber nee, meistens. Meistens stehen die Artis, wenn sie hier reinwirken wollen, hier hinten, denke ich mal, und dann können sie auch hier hochwirken. Die haben sich dann hierhin verzogen. Also ich wäre jetzt vielleicht da lang gefahren. Und von dem her war der Spot wichtig. Ja. Gut gemacht. Und ihr wisst, wie ich über Klicker denke.
Nur ein toter Klicker. Ist ein guter Klicker. Da hatte ich Lunde gerochen. Klicker, Klicker. Ihr wisst, was ich meine. Buketto war ein bisschen out of game noch. Löwen konnten wir ignorieren, gleich hier runter und dann rechts rüberziehen. Ich glaube, so war das. Ja. Das war mir jetzt egal. Ja, der war zu tief, genau. Ach je, das ruckelt wieder. Ja. Gut, und jetzt, ja, jetzt war Weihnachten. Ein Traum. Manchmal träume ich auch nur davon. Hi. Einfach nur schön. Genießt es. Mmh. Oh ja. Mmh. Besser wie... Oh, ich will es nicht sagen, muss ich jugendfrei bleiben. Jetzt hat man Löwe, Brogetto T28. Der Löwe lebt immer noch, komischerweise, aber stand halt recht tief da unten drin. Jetzt wurde die AT ausgenommen. Gut, ich wusste, der Brogetto hat noch recht viel. Löwe guckt weg, tot. Das ist das große Problem vom Löwen. Wenn du starr auf den Gegner zufährst, ist alles easy. Oben sein Cupola treffen ist ein bisschen schwierig. Aber weh, du guckst weg. Und das hat der letzte Bot einschließlich mir jetzt langsam gerafft. Dass man einfach warten muss. Gerade bei dem Löwen, wartet ab. Habt die Sekunde. Der dreht irgendwann den Schädel und dann ist... aus dem Haus. Und glaubt mir, wenn ich das kapiert habe, dann hat es fast jeder Spieler in dem Spiel kapiert. Gut. Die zwei wollten mich, die Jungs. Ich wusste, sie kommen von hinten. Wenn ich jetzt gecrossed wäre, hätte mich der Brogetto versucht rauszunehmen oder halt sehr beschädigt. Einfach gewartet, bis der Brogetto rüberfährt. Jetzt crossen. Glück gehabt, muss ich zugeben. Den Moment abpassen. Nicht gleich panisch werden. Einfach warten. Wenn er rüberfährt, fährst du auch rüber. Bin ich halt all in. Ich hatte noch 1400 auf der Uhr. Von dem her. Im Casino. Und schnell weg. Einfach zugehen. Ganz wichtig. Okay. Der Panda 88 hat sich in Stellung gebracht. Habe ich gedacht, ich fahre runter, ja, genau. Jetzt war ich offen, ich wusste, sie haben mich gespottet, fahre in eine Richtung. Und dann habe ich gehofft, dass ich gleich zugehe. Kleiner Bauerntrick. Jetzt müsste ich zu sein. Angetäuscht, genau, und dann bin ich zurückgefahren. Wenn mir der Zug geht, könnte er wieder umdrehen. Er rechnet gar nicht damit und kann ihn ganz entspannt rausnehmen. Gut, jetzt wusste natürlich der Brogetto, wo ich bin. Jetzt wurde es gleich richtig intensiv. Das ist auch ganz gut gewesen. 4 Kills hat er schon. Da kam er schon. Stinke sauer. Und wenn ich den Panda nicht gehabt hätte, hätte ich es nicht überlebt. Und da setzen wir uns rein in die Lücke und bin leer und das wäre normalerweise, nee, nicht mein Tod gewesen. Ich hätte ihn rausgenommen, ich leide ja genauso schnell. Egal, war geil, die Schlussposi ist geil. Okay, ja gut, 8 Kills war, ich mag das lieber, viel Kills zu machen als irgendwelchen Damage, ganz ehrlich. Aber jeder Spieler ist da anders. Ich finde es geil, viel Kills zu machen. Weiß nicht, es ist einfach nur, macht Spaß. Aber man hat gesehen in dem Replay, was der Brogetto, was der alles drauf hat. Ne? Also wenn ihr einen Premium sucht und der ist irgendwann mal im Shop, das ist ein gutes Rundumpaket, man hat in dem Replay alles gesehen
Okay, ein paar Bauerntricks waren jetzt, ein Bauerntrick war dabei am Schluss, aber mein Gott, das muss man sich halt angewöhnen mit der Zeit, einfach den Kopf manchmal einschalten und nicht nur panisch zu reagieren. Obwohl mir das viel zu oft passiert. Aber man hat gut gesehen, was der alles kann. Ne? Okay, Kaufempfehlung. Und jo, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Und wenn ihr noch einen Clan sucht, schaut mal vorbei bei uns. Schreibt mich in-game an. Und dann schauen wir mal mit den TS-Daten. Und dann kommt man vorbei. Wir suchen immer wieder Spieler, die regelmäßig spielen, auch abends. Es ist nicht unbedingt Pflicht, in meinem TS zu sein, aber ihr solltet schon mal ab und zu mitspielen. Zug, Scharmützel, alles, was so anfällt. Okay, also ich wünsche euch was. Bis die Tage. Ciao, ciao.